Guten Abend miteinander. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, die ich euch zeigen will. Das eine ist ein Stück von dem Bild, das ich jetzt gerade in Arbeit habe. Es ist ein Streifen, einer von 11. Das Bild wird schlussendlich 1 Meter mal 70, 11 solche Streifen. Ich hoffe, ich kann euch gleich mehr davon zeigen. Das zweite ist aus aktuellem Anlass. Heute hat Louise Buchschlag Geburtstag am 25. Dezember. Sie ist im 2011 gestorben. Sicher kennen Sie ihn. Ich habe immer auch einen Ausdruck von einem Bild in meiner Nähe. Man sieht sie hier nämlich mit einer Skulptur, die sie gemacht hat. Das ist etwas genäht und ausgestopft. Wenn man es sieht als Skulptur, ein bisschen unheimlich. Es war seinerzeit im Museum Beyeler ausgestellt gewesen. Es gibt auch ein Büchli von ihr, oder ich habe ein Büchli von ihr. Das Gespräch mit ihr stellt ihr eine Frage, die sie dann beantwortet. Und da habe ich einfach eine rausgepickt, es gibt also noch vieles. Sie wird hier gefragt nach ihrer Einschätzung von der modernen Kunst. Also wie tun sie die moderne Kunst einschätzen? Heißt die Frage. Moderne Kunst bedeutet, sagt sie, dass man fortwährend neue Wege des Ausdrückens finden muss, sich selbst die Probleme darzustellen. Es bedeutet, dass es keine einmal bewährten Methoden, keine festgelegten Zugangsweisen gibt. Das ist eine schmerzliche Situation. Und die moderne Kunst handelt von der schmerzlichen Situation, sie überkommt ein bisschen, dass es nicht lang wird. Darum wird die moderne Kunst fortbestehen, weil das nämlich nach wie vor unsere Aufgabe ist. Das heißt es, Mensch zu sein. Eine kleine Kostprobe zur Ehre vom Geburtstag von der Louise Bourgeois. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir gehen ja auf die zweite Rauhnacht zu. Und sage auch auf Wiedersehen. Bis gleich mal.